So, und da sind wir wieder bei GTA On. Ach, ich sag schon GTA Online. GTA 5 natürlich. In der Story. Und wir haben ein Date mit den Chinesen. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la. Quite in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 坏家伙，坏死了！要不要我帮你放松一下？ Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Huh? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Oh oh. Oh oh. Ich glaube, die O'Neill-Brüder haben jetzt ein kleines Problem. Mir tut ja der Mr. Chang Jr. ein bisschen leid, ne? Also wenn er gerade so lag, das ist immer ein bisschen, schon ein bisschen krass. Wenn man das so sieht. Mir tut das echt ein bisschen leid. Ich habe ja ein Herz für virtuelle Menschen, wie man so schön sagt. Aber von der Seite ist das schon ein bisschen krass manchmal. Ist hier ein Zug nebenan? Naja. ist hier ein Zug nebenan? Einfach mal vom Thema abgelenkt. Also manchmal ist Trevor schon ein bisschen, naja. Trevor Phillips! Elwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, fella! You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! All of you are going to die! Naja. Die Karre bremst aber auch wie ein Stück Butter, ne? So. Begib dich zum Aussichtspunkt auf dem Hügel. Das wollen wir doch mal machen. Ich bin jetzt gespannt, was passiert. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. All right. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't... Yo, yo! Und ihr werdet das nicht mal mitkriegen. Da oben stehen noch zwei. Und die sind beide tot. Nice.
Können wir den Tank anschießen? Nee, können wir nicht. Schade. Dann schieß doch. Da kommen ja immer mehr. Sehr richtig, ich bin's. So. Tja, dann haben wir doch schon mal ein bisschen aufgeräumt fürs Erste. Können wir das anschießen? Oh ja. Ich geh mal wieder weg, lieber weg hier. Oh oh. Fucking O'Neils! I'm coming for you. Alter. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das hier lösen kann. Ich habe gesehen, dass es recht schwierig sein soll. Wobei... The motherfucker's in the house, boys. Get that motherfucker out the house. Get your own fucking business. You're gonna be buried in this basement. Fuck not. How about a murder, you prick? He ain't taking our trail. Oh, ich bin wirklich fast tot, Alter. Ist ein bisschen uncool. Ah, die mit ihren Shotguns. Haben wir irgendwie ein Medipack oder sowas? Nee. Ich sehe da hinten, glaube ich, eine Treppe, wenn das ist, was ich denke. Da hinten dieses weiß hervorgehobene, genau. Schnauze. So, ich glaube, ich weiß, was passieren wird. Ne? Das können wir uns jetzt alle denken. Trevor muss ja immer gleich übertreiben. Aber gut. Na, warte, das Medipack will ich noch haben. So. So. Und zur Tür raus. Alter, das ist schon ein bisschen krass, die ganze Bude jetzt abzufackeln, ne? So. Hier hat einen Schalldämpfer, okay. Die hat... Aha, die hat einen Schalldämpfer, okay. Na, ist ja auch egal. Burn, you disrespectful pricks! Oh oh. Boom. Alter. Ist das geil. Oh, ist das geil. Alter. Das ist heftig. Gut. Da haben wir die Konkurrenz ausgeschaltet. Holy shit.
Tja, das war mal die O'Neill's Ranch, würde ich mal behaupten. Bestanden! Drogenhölle. Ups. Sehr gut. Finde ich gut gelöst. Einfach mal die ganze Bude abgefackelt. Nice, Digga. Tja, und wir gucken jetzt. Wir fahren jetzt noch zum Tee. Und gucken dann in der nächsten Folge, was da so abgeht, ne? Würde ich schon mal behaupten. Wir können ja nochmal theoretisch hier zum Ammunition. Und da nochmal, ich wollte nochmal nach Waffen gucken. Beziehungsweise nach Waffenerweiterungen. Wie zum Beispiel ein paar Schalldämpfer und sowas. Muss ich mal gucken. Boom! Na komm her. Werden wir gleich sehen. Hoffe ich mal. Wo ist denn der Ammunition? Alter. Kann ja nicht wahr sein hier. So viele Hindernisse. Okay. Traktor! Wow. Okay, da ist der Ammunition. Okay. So, zack. Okay. Da war ein Hund. Hier ist noch ein Hund. Oder ist das ein Kojote? Ich weiß es nicht. Ich hätte es auf jeden Fall umfahren wollen, habe aber es nicht geschafft. Und ich reg mich auf, dass das Spiel so brutal ist, ne? Brutal, Alter. So. Moin, moin. We're two local businesses supporting each other, Melvin. I don't have to shop here. All the disreputable people smuggling guns into the country these days, just be grateful for my patronage. Of course. Sorry, Trevor. You ain't hit me yet, so that's a start. Wir holen uns einfach mal ein bisschen was, würde ich mal behaupten. Ah, cool. Oh, schwarzer Farbton, das haben wir alles. Granaten noch ein paar. Das kann auch nicht schaden. Hier kommen 25, das ist okay. Pistole. Kann auch nicht schaden. Man weiß ja nie, wann man es mal braucht, ne? Schlagstock, Messer, ja. MP. Auch gut. Hier, komm, hau alles dran. Mikro-MP. So. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Und, oh, das brauchen wir eigentlich nicht. So, hier haben wir auch alles dran. Das soll reichen. Ja, das soll reichen. Okay, das ist gut. Was haben wir hier? Größeres Magazin, Sturmgewehr. Das ist auch gut. Granatwerfer. Okay. Ja. Das war's dann. Bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bye bye. Tschüss.